Die Polizei in Brandenburg nutzt seit mehreren Jahren das automatische Kennzeichenerfassungssystem KESI. Die Geräte erfassen ähnlich wie ein Blitzer per Kamera das Nummernschild, aber nicht die Frontscheibe des Fahrzeugs. Der Fahrer des Wagens ist damit nicht zu erkennen. Im Fall Rebecca wurde so ein vermutlich vom Verdächtigen genutztes Fahrzeug auf der Autobahn erfasst. Mit KESI werden laut dem Brandenburger Polizeipräsidium ursprünglich Daten erhoben, wenn es um die Gefahrenabwehr geht. Dabei gehe es etwa um die Suche nach gestohlenen Autos. Kennzeichen anderer Fahrzeuge werden gelöscht. Darüber hinaus können die Daten laut Polizei nach einem richterlichen Beschluss aber auch erneut ausgelesen und gesichtet werden. Dieses Vorgehen ist durch das brandenburgische Polizeigesetz gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht hatte ein ähnliches Vorgehen der Polizei in drei anderen Bundesländern im Dezember allerdings für zum Teil verfassungswidrig erklärt.